So. Huhu. Szene bitte. Oh, ja, keine, Musik. Keine Szene? Na gut. Wertung 6,9. Die Boni. Jetzt machen wir 9,9. Ja, die Boni. Eigentlich 10. So, kein Torschützenbonus. Schade, heute wird der Gürtel enger geschnallt, wir müssen hungern. So. Aber wir machen, wir skillen natürlich weiter unser Gesamtkönnen. Also ja, und das gar nicht schlecht, möchte ich sagen. Eben. Mhm. Es läuft, Freunde. Momentan können wir uns nicht beschweren. So, hoch. Geil. Kim Hunter hat uns wieder erwähnt. Wieder nur zwei Tweets. So, Ayo, so ein John Cross, das Playoff-Spiel zwischen Sporting und Galaxy dürfte hochinteressant werden. Hä? Ist schon hast du verpennt oder was? Ich glaube auch. Die MLS-Playoffs, das verspricht eine Menge Spannung. Ja, die sind fast zu Ende. Alles klar. Kim Hunter, ja, Mr. Alex Hunter, Conference-Finale. Yes. Viel Glück, nur noch 3 Spiele, dann hast du den Cup. Was? Yeah. Hä, wieso nur noch 3 Spiele? War das am Anfang gleich Viertelfinale und jetzt dann Halbfinale? Nee, wir sind jetzt. Ach, es kann sein, dass es. Egal. Wir gucken mal. Okay. Ihr Insider, Mr. Alexander, erfolgreich, erneuter Sieg für Galaxy. Naja, gut. War, ehrlich gesagt, sind noch nicht unsere Blumen. Oh Mann. War ey. Nicht unser Erfolg. Das muss Team man ja sagen. So, das zählt. Genau, genau. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass wir insgesamt 3 Spiele gegen die machen müssen. Ich habe keine Ahnung, warum 3 Spiele, das check ich nicht. Okay. Egal. Wir werden es sehen. Wir werden es rausfinden. Auswärts, erstmal. Inwärts und mittelwärts. So auf halber Strecke treffen sich beide zum entscheidenden Finale. Zum kleinen Bolzplatz, ey. Erstmal ist Training angesagt, das müssen wir machen. Mhm. Für die Aufgabe. Das kriegen wir noch hin. Training. Training schon mal. Er hat nicht so viel okay, zu sagen. Heute arbeiten wir an unseren Schüssen. Das Verwerten von Chancen musst ihr perfekt drauf haben. Alles klar. Ja. Alles klar. Direkte Abnahme. Sollten okay. wir hinkriegen. Ja, Tore sollte gehen. Tore. Ist hoffe ich zumindest. Ist möglich. Eieieiei. Schauen wir mal, Freunde. Puh. So, die Flanken kommen jetzt rein. Da müssen wir natürlich jetzt gut schießen. Ja. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, gut. Aber es bleibt natürlich nicht so einfach. Aufs Tor! Aufs Tor! Zack. Geht. Wird alles verwandelt. Aber ganz ehrlich, ohne Torwart ist es natürlich auch ein bisschen leichter. Ja, ich denke mal irgendwann. Oder ohne Gegenspieler. Auch schwerere. Die wärmen sich ja schon mal auf da hinten. Übungen, also, genau. Ich glaube schon. Ui, Latte, wunderschön. Alles klar. Muss seine Kräfte kontrollieren, der Alexander. Der ist einfach zu stark. Dieses junge, heiße Eisen. Muss natürlich ein bisschen gucken. Bam! Trifft aber keine Ecken bis jetzt, ne? Also, nee, ja, ich versuch's gerade. Ja. Das war super. Sehr erfolgreich. Super gezielt. Ich glaube, wir werden das gleich nochmal probieren, alles. Oh, nee, doch nicht. Auf die letzte Sekunde. Auf die allerletzte Sekunde. Alles klar. Mit dem letzten Schuss. Wir werden es gleich nochmal probieren. Nee, tschüss. So, Abschluss unter Druck. Oh. Abschluss unterm Rock, habe ich zuerst gesehen. Guck mal, der Torwart kommt okay. dir entgegen. Behalte die Ruhe, erziele möglichst viele Tore. Ein Lupfer bei dem Torwart ist ein gutes Mittel gegen das Herauslaufen. Alles klar. Hm. Dann komm mal raus, mein Schnuckiputz. Wir haben heute ein Date, habe ich gehört. Lupfi Lupfmann. Guck mal, jetzt kommt er. So müssen wir nur noch treffen, ne? Mm. Vielleicht ist der Ball klein genug und geht durchs Netz. Hui. So, ja, nice. Sehr, sehr schön. Schießen. Na komm. Und. Psi. Oh, ja, das war zu latsch. Nicht lupfig genug. So. Zwei Versuche haben wir noch. Muss schon noch ein paar Lupfnudeln rauf, essen. Rauf! Okay, sehr gut. Alles klar, Hunter mit der Zaubersohle. Oh Gott. Da zaubert sie ein bisschen, da ist aber zu viel Power hinter. Jetzt! Nein! Machen wir nochmal, das geht schnell. Zack. Alles klar. Das machen wir ganz schnell, meine Freunde. Hier nochmal rein. Alles klar. Du brauchst gar nicht reinkommen, immer. Hier gibt es nichts zu fangen. Aufs Tor! Ja, komm, das eh. Wie er sich ärgert, der Keeper. Mann, du! Oh, alles klar, richtig angelupft. Wir sind halt Kumpels, da will man natürlich auch nicht und so. Schuss! Ey, diese Scheiß. Nee. Du hast echt Schuss. Mit dem Pfosten. Schuss. Hast du echt so. Nicht Pfosten, aber mit Latte. Mit der Latte hast du echt ein inniges Verhältnis, das hört sich falsch an. Ich möchte das. Ups. Das, ja. Da komme ich in Verlegenheit. Entschuldigung. So, hast du weitergemacht? Ja. Ach, na gut, okay. Ich dachte, du willst auf A, damit du wieder ein extra Lob kriegst. Ja, also ich fand mich jetzt auch nicht so in der Stimmung. Okay, das reicht erstmal. Danke für euren Einsatz. Das war gut heute.
Danke, Hugo. War gut heute. War gut. Nicht sehr gut, nicht exzellent. Es war einfach nur gut. Muss ja auch mal reichen, ne? Ja. Ich meine, guck mal, es war ein anstrengendes Spiel. Hin- und Rückspiel war schon anstrengend. Da kann man auch mal im Training ein bisschen aufbauen. Wobei gerade das Training ist natürlich auch mal das, was einen so ein bisschen beruhigt, ja, ne? Das stimmt. Das so, jetzt gehen wir ja zwei Postings. Man in Blazers will ich fast schon wieder nicht lesen. Wenn Mr. Alexander LA ins Finale führen kann, sollten wir ihm sämtliche Oscars geben. Hä, was haben die denn? Was ich werde nicht denen? Aus denen. Ich werde nicht. Das muss eine Redaktion sein, die wechseln sich da alle ab. Keine Ahnung. So, Ashley, mein Lieblingsspieler Mr. Alexander muss im Western Conference Finale ran. Wenn die LA Galaxy das Ding gewinnen, sind sie die Besten im Westen. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum drei Spiele. War Western Conference und dann Conference oder was? Nee. Ja, ja, genau. Es gibt, siehste, da, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder Hin- und Rückspiel. Ja. Das sind jetzt, wir haben ja Western Conference und Southern Conference. Mhm. Und, das sind halt die beiden Ligen und das eigentliche Finale ist dann das dritte Spiel. Ah, das Western gegen Southern. Genau. Okay, ja, genau. Alles klar. Okay. Und da wollen wir doch mal durchstarten, Freunde. Ab geht's. Okay. Vancouver, oh. Wieder Hin- und Rückspiel. Wir sind die Besten im Westen. Zwei Spiele, dann wissen wir, wer im Finale steht. Einige von euch meinen vielleicht, das hier wäre auch schon viel wert. Ein netter Erfolg. Schließlich sah es vor ein paar Monaten so aus, als würden wir die Playoffs verpassen. Aber so dürft ihr heute nicht denken. Wer so denkt, verrät heute das gesamte Team. Lässt die Grundwerte der Galaxy im Stich. Wir müssen immer, als Einzelne und als Team, alles geben. Ja. Hört auf die Fans da draußen. Sie wollen euer Bestes sehen. Und unsere Pflicht ist es, ihnen das zu geben. Spielt mit Intensität, mit Stolz. Kämpft füreinander. Und bringt diesen Club dahin, wo er hingehört. Si se puede. Komm. Geile Ansprache, Mexikaner! Geil, okay. Alter Schwede, ey. Bada, Alter. Okay. Es wird immer ernster, Freunde. Die Spannung steigt. Wird heute das Unfassbare passieren. Ich klopfe noch mal ein bisschen auf Holz. Wir wollen raus. Hinspiel. Sehr wichtig. Schöner Rasen. Sehr wichtig. Ich finde das mal so geil, wenn die so nah gehen an den Rasen. Ja, ich feiere es auch schick aus. Die schönste Einstellung einfach. Komm, Leute. Auch das hier. Ja, der Po ist ganz nice, ja. Achso, ja, den meinte ich, genau. Das war genau das, worauf ich abgezielt habe. So. Es wird Zeit, Freunde. Es wird Zeit für ein Stückchen Geschichte. So, hallo, Freunde. Haha, wir grüßen euch. Nehmt Platz. Machtet euch gemütlich. Heute wieder schön zu Hause. Auf geht's. So. Ready. Alles klar. So, heute höchste Konzentrationsstufe. Jetzt geht's natürlich wieder, wir spielen zuerst zu Hause. Jetzt geht's natürlich zu verteidigen und möglichst kein Auswärtstor für die zuzulassen, ne? Weil das ist schon sehr wichtig. Eckball. Hat er auch ein bisschen zu der schleifen lassen gerade. Ja, da hat sich noch einer reingesprungen, deswegen. Oh, das war... Das war gefährlich. Das ist jetzt gar nicht gut. Ja. Das war aber zu früh. Abseits, super. Ah, schön. Ach, die Frisur. Die Frisur ist wieder da. Frisur. Cool, hey, Frisur. Hi. Nice. War da nicht noch jemand dabei? Frisur und noch einer, glaube ich. Frisur und Zöpfchen, ne? Genau, Zöpfchen. Muss mal gucken, wo der ist. Oh, der kommt weit. Da ist Zöpfchen. Das ist Zöpfchen. Alter, Zöpfchen hat dich weggenockt. Zöpfchen hat dich weggenockt. Schweinerei. Nein, Frisur. Zöpfchen spielt auf Frisur. Was soll das? Oh. Zöpfchen ist sauer. Oh, die ist auch überall wieder. Nein! Oh! Wie hat der den denn gehalten? Ich hab keine Ahnung. Alter, wie geil. Oh, nein! Nein! Wie kann das sein, dass der da wieder zum Schuss kommt, Alter? Okay, es ist soweit. Du brauchst einmal einen Goldbeeren. Es geht nicht anders. Frisur, Alter. Das Alter. Ist so mit. Ey, Mann, ey. Okay. Ja, schon mal. Oh, das Tor, ey, das ärgert mich.
Ein schöner Freeze. Die Welt steht still. Ein schöner Freeze. Ist aber auch hart. Ja, es ist sehr hart. Warum denn immer, wenn wir den Ball annehmen? Ich verstehe keine Ahnung. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich check's nicht. Das macht die extra. Freeze. Drecksack, du. Zöpfchen wollte wieder Frisur spielen. Ich habe es genau gesehen. Das geht natürlich nicht. So. Captain Jack Sparrow mit der 13, mit der Unglücks 13, jetzt nach vorne. Oh, Alex. Oh, oh. Bring die Pässe nicht an. Alter, Frisur ist einfach überall. Ist das Frisur? Ich kann es gar nicht erkennen. Na, das nicht mehr. Weg. Okay. Alles klar. Das war nicht Frisur, nee. Das war Haarband. So. Boah, da sind so viele wieder. Überall. Es wäre so schön gewesen. Ja, aber der. War ja. Nichts oder was? Nee. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der war nicht mehr abgefälscht. Oder? Nee. Oh Mann, ey. Schade, 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 Schokolade. Was? Alter, was? Was haut der denn jetzt da für eine Kiste raus? Weg mit dir. Erstmal 50.000 Kilometer nach vorne geschossen, klar, warum nicht? Oh. Das tut mir leid. Egal. Wir haben vorher geschafft, dann schaffen wir es jetzt auch. Ist für uns, ist für uns. Harmlos. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alexander hat heute auch eine Grippe. Eine geskriptete Grippe natürlich. Boah, zum Glück hat er abgeschissen, ey. Was eine Halbzeit, die kannst du echt wegschmeißen zum Anfang haben, ey. Die kannst du echt wegschmeißen. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, ey. Vor allem, wir hatten ja Chancen. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Oh Gott. Präzisionen verbessern, versuche zu passen, statt dem Gegner den Ball zu geben. Du triffst so, in dieser toll. Saison einfach zu selten? Was? Hä? Sag mal, bist du komplett verblendet, Alter? Bist du jetzt komplett so, verblendet? So ein Bullshit, Alter. Der bezieht das nur aufs Spiel, überhaupt nicht auf die Saison, weißt du so. Total sinnloser Kommentar. Die kleben aber auch am Ball, ne? Das ist unfassbar. Als hätten die sich Puttings unter den Schuh gezaubert. Ich sage gerne gezaubert, Entschuldigung. So. Jetzt wieder nach vorne. Zum anderen vorne jetzt. Oh, wunderschön. Das war wunderschön hinten rausgetrickst. Oh, Mann, schade, ey. Schade. Da ist halt immer eine Kette. Ja, ja. Und du willst das Alexander-Tor machen, ne? Nee. Nee, das sah gerade so ein bisschen so aus. Weil Alexander so geklebt hat auch. Aber es ist manchmal auch schwierig, einen Pass rauszukriegen, wenn einfach nichts frei ist. Ja! Ja, ja Mann! Ja! 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 Yes! Heilige Scheiße, ja. Ey. Was ist denn hier los in diesem Wunderschön. Spiel? Wunderschön. Vorlage von Hunter. Boah. Wieder ein Herzinfarkt, ey. Oi, 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 Alter.
Meine Herren, ey. Gott meine sei Dank. Mann. Und direkt umstrukturiert da im Team, direkt mal ein paar Leute ausgewechselt. Aber denk dran, deren Tor zählt natürlich höher, das ist höher gewichtet. Die Fans sind jetzt natürlich super dabei wieder. Ja, Mann, das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Sind motiviert und das bin ich auch, ehrlich gesagt. Ich bin es auch und da ist schon, da prescht er wieder nach vorne, das sieht gut aus. Ja, wunderbar durchgedreht und noch nicht verloren. Eieieiei, alles klar. Aber gut. Trotzdem ist die Hoffnung natürlich da und das Spiel wurde erfolgreich sofort wieder nach vorne getragen. Jetzt darf man natürlich nur Vancouver nicht wieder die Führungsspitze überlassen hier. Alter, Frisur nervt. Ja, wunderbar rausgeholt. Oh, Gott, ey. Knappes Ding. Was hat der Trainer? Was sagt er? 7,5. Ja, komm. Haben wir geschafft. So, bricht den Bann, gewinne das Spiel. Okay. Ja, Trainer, okay. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Rewe. So, und jetzt zack, nach vorne. Na, alles klar, okay. Die haben alle eine schöne Frisur. Die sind alle sehr windschnittig, deswegen kriegen die den Ball öfter. Nein, ich sehe nichts. Alter. Gott sei Dank. Ey, bei solchen Situationen, das ist immer... Ja. Das ist immer, boah, das ist immer... Sehr, da friert's mich ein, ey. Da friert's mich ein. Okay. Oh, Alter. Nein. Oh, doch. Ja. Abgefälscht. Schade. Guter Versuch. Eckball. Jetzt einfach alle rein da. Oh, schade. Fang doch. Ja, das war komisch. Jawohl. Nein, warum? Damit es spannend bleibt, Curry. Damit es spannend bleibt. Jetzt holen wir den Ball einfach wieder zurück. Oh nein. Warum? Ich verstehe es nicht. Immer, Mann, ey. Alter Schwede. Ganz ruhig. Ich hole eine Papiertüte. Ja. Guck mal, ja. Jetzt. Da, Alter, den Pass spielen. Da, zack. Da war es vorbei. Ja. Frisur, ey. Meine Der will Fresse. Alexander Konkurrenz machen. Das ist der Hauptdarsteller von FIFA 19. Den wollen sie ja schon mal einführen. Deswegen ist das alles geskriptet. Keine Anspielstation. Es sah so gut aus und plötzlich war blau wieder überall. Oh, warum denn da oben hin? Ich wollte den kurz spielen, Mann. Nein! Gott, ey, mach mich doch nicht wahnsinnig. Wir brauchen noch ein Tor, unbedingt. Ich trau mich gar nicht, um was zu sagen. Wir brauchen das Tor. Alter, Frisur! Diese ekelhafte Frisur. Heute Nacht wird er rasiert. Oh, gut. Gut gefangen. Scheiße. Hä? Ich hab nicht mal gepasst. Warum? Es ist noch nichts gegessene Sache, aber im Rückspiel natürlich, da müssen wir gucken, ey, das wird schwierig. Das wird echt ein hartes Pflaster, ey. Boah. Junge, ey. Wir haben alles erreicht, nur den Sieg halt nicht, ne? Haben halt 2-1 verloren. Wie gesagt, ist kein Weltuntergang, aber 2 Auswärtstore ist schon krass. Das heißt, wir müssen jetzt 3 irgendwann schaffen, ne, oder? 3-1. Nee, wenn wir 2-0 gewinnen, dann sind wir weiter. Ja, oder so, das geht natürlich genau. Auch. Genau. Alter Falter, du. Okay, Leute, das wird eine Aufgabe. Das wird auf jeden Fall eine Aufgabe. Aber ist nicht unmachbar. Vor allem nicht mit diesem Team. Da kann man natürlich nicht zufrieden sein. Curry, vergiss nicht, du triffst in der Saison einfach zu selten. Ja, stimmt.
du bist mir einfach also selbst mal an die Nase fassen. Auch die letzten Spiele waren alle ganz furchtbar. Du hast nie irgendwas geschafft. Die waren so schlecht. Du kannst doch gar nichts, Junge. Wäre auch schön als Trainer-Feedback. Kommt wahrscheinlich auch noch. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Boah. Jetzt zählt's natürlich.